So. Ich hoffe mal, es ist wieder alles genehm vom Ton und Lautstärke und Ton. Gießen wir mal noch einen Schluck Wasser ein. Was für ein Sound. Ach ja, gut. Kannst du eigentlich, ja, 15 Uhr, kannst du eigentlich losgehen. Muss nochmal hier meinen Sound umstecken. Genau, der neue Companion für heute an meiner Seite ist Anton. Anton. Das Anton, ach ne, das kann ich auch gleich jetzt nehmen, wenn es richtig, richtig losgeht. Ja, mehr werden es wahrscheinlich auch nicht, würde ich sagen. Also können wir eigentlich anfangen, denke ich mal. Gut. Ich hoffe, ihr seid alle bereit. Alle zwei, beiden, einer. Plasma Track. Ah. So, nochmal Füße hochlegen. Eincremen vielleicht. In eine Wolldecke einwickeln. Und Pokémon angucken. Ich würde sagen, los geht's. Guten Tag. Guten Tag. An alle Menschen da draußen, die gerade nichts Besseres zu tun haben, als das hier anzugucken. Heute mit dabei Anton. Denn Anton ist ein Wasser-Pokémon und hat Glumanda tot gemacht. Und deswegen ist ab sofort Anton hier an meiner Seite. Und das Anton... Ah, ja stimmt, ich muss auf A drücken, sonst geht es nicht. Und das Anton ist nämlich, im Gegensatz zu dem alten Glumanda, nämlich... genauso alt, also fast so alt wie meine Pokémon Rote Edition. Denn das habe ich damals als Kind bekommen. Das waren noch Zeiten. Ja, wir sind immer noch im Pokémon Center in Orania City. Muss ich jetzt erstmal hier anlabern hier. Es stimmt, dass ein Pokémon mit einem hohen Level sehr stark ist. Allerdings haben alle Pokémon Schwächen. Die richtige Attacke kann sie leicht besiegen. Daher gibt es keine Universal-Pokémon. Ich muss mal einmal was gucken. Optionen. Ich will mal den Text auf 3 stellen. So. Kampfformationen lassen wir mal an fürs Let's Play. Also, ganz ehrlich, manchmal stelle ich die ab. Also, wenn ich... Also, ich habe auch schon viele Durchgänge gespielt, wo ich die einfach ausgestellt habe. Ja, und wechseln Folgen. Ich würde sagen, wir lassen es in Wechseln, wie es war. Gut. So. Ja, das ist auch geklärt. Nächster Typ, der böse Mann. Mein Pokémon wurde vergiftet. Das Gift hat es lange nach dem Kampf besiegt. Armer Kerl. Auch wenn sie den gleichen Level haben, können die Fähigkeiten von Pokémon trotzdem verschieden sein. Das Pokémon eines Trainers ist stärker als ein wildlebendes. Richtig. So, Ronia City, auf geht's. Hi, ich bin der Profi-Angler. Ich liebe den Angelsport. Angelst du auch gerne? Ja klar! Klasse, du bist mir sympathisch. Nimm das hier und geh angeln, junger Freund. Hugi hält eine Angel. Angeln ist meine Leidenschaft. Ich suche in Seen und Flüssen und lande den großen Fang. Guter Typ. Ich weiß noch, ich war original einmal angeln. Naja, stimmt nicht, aber... Also ich war ein paar Mal angeln, aber nur so mit, weil ich selber nicht angel. Und einmal habe ich die ganze Zeit Pokémon gespielt. Weil ich mit meinem Onkel und meinem Cousin angeln, die haben dann cool da rumgesessen, aufs Wasser gestarrt und geangelt. Und ich habe da rumgesessen und auf meinen Gameboy gestarrt. Und wahrscheinlich auch geangelt im Spiel. Hast du gesehen? Die MS Anne angert im Hafen. Wir sind schwer umweltbewusst. Wir haben gehört, dass Slimer sich in giftigen Dreck wohlfühlt und entwickelt. Okay. Was hat das mit irgendwas zu tun? Ich möchte auf diesem Land bauen. Mein Pokémon ebnet den Boden. Mashok. Ein Mashok ebnet das Land. Ach, wunderschön. Orania City, die Hafenstadt der einmaligen Sonnenuntergänge. Alles in Schwarz-Weiß. Angeln wir doch mal eine Runde. Hier, angeln. Ach, man kann doch auf Select was drauflegen, ne? Moment mal.
Ich weiß es doch noch. Auf Select. Wo habe ich denn hier Select auf meiner Teste? Das wollte ich nämlich eigentlich auch nochmal umstellen. Ja. Junge. Nee. Scheinbar nicht. Ach egal, finde ich noch raus. Keine Sorge, macht euch keine Sorgen. Ihr seid doch in guten Händen, wie ihr seht. So. Ja, Onkel Ben ist auch mit dabei. Das Bild des Spiels ist auf der linken Seite etwas abgeschnitten. Was? Okay, das stelle ich gleich nochmal um. Das stelle ich aber... Kann eigentlich nicht sein. Techno! Moment. Haben wir gleich. Alles gar kein Problem. Gar kein Problem. Eigentlich müsste es passen. Jetzt bin ich hier aber drüber mit meinem blöden... Dummer Kackfresse, wollte ich sagen. Genau. So müsste es doch eigentlich ganz gut sein. Noch ein bisschen rüber. Übergang. Spiel, weiß ich nicht, müsste als eigentlich gut sein. Ach, ich habe den ganzen... Na, das ist das Problem. Okay. Entschuldigung, ich habe nämlich den ganzen Desktop hier verschoben. So, jetzt müsste es aber... Jetzt bin ich da wieder drüber. Ach, mein Gott, ey. Peinlich. Was für ein Trottel ich doch bin. So. Ich glaube, so lassen wir es jetzt erstmal. Naja, ich denke, so ist gut, oder? So, das runter hier. So, auf geht's. Weiter geht's. Willst du jetzt jedes Mal ein neues Plüsch-Pokémon für den Stream besorgen? Ja, also, das eine, das Glumanda von gestern, das hatte meine Freundin mir mal irgendwann geschenkt, weil sie weiß, ich stehe total auf Plüschtiere. Und das Eldon hier, das ist ein ganz alter Freund von damals noch, wo ich noch zur Grundschule gegangen bin. Den habe ich immer noch. Weil Eldon war damals und ist eigentlich heute immer noch mein Lieblings-Pokémon. Auch wenn ich es eigentlich nie im Team habe, weil es, naja, so mittel ist. Besitzt du ein Habitat? Willst du es gegen Porenna tauschen? Nein. Schade. Ein Habitat könnte ich eigentlich fangen und das gegen das dumme Porenna tauschen. Eigentlich eine ganz gute Idee. Wir können ja auch einfach Porenna zum Flug-Pokémon der Wahl machen. Habe ich mir jetzt überlegt. Ist eigentlich auch egal. Pokémon-Fanclub. Alle Pokémon-Fans sind willkommen. Wali, das Wahl-Pokémon. Jurob. Ich liebe mein Jurob. Es quiekt, wenn ich es in den Arm nehme. Es quiekt, wenn ich es in die Seite zwinge. Es quiekt, wenn ich es versuche abzustechen. Ich bin der Vorsitzende des Pokémon-Fanclubs. Ich habe mehr als 100 Pokémon gefangen. Damals immerhin 2/3. Ich bin sehr kleinlich, wenn es um Pokémon geht. Also, bist du hergekommen, um etwas über meine Pokémon zu hören? Ja. Sehr schön, dann höre mir zu. Am liebsten mag ich Galoppa. Es ist süß, schön und klug und es kann fliegen und es beherrscht alle Attacken und es hat einen Rucksack, wo es ganz viele Sachen drin verstauen kann und es mag jeden und ich stelle mir manchmal vor, wie ich mit ihm reite. Und aufregend. Stimmst du mir zu? Es ist majestätisch, freundlich. Ich liebe es, wenn es schläft. Warm und kuschelig. Ich will in es rein. Ups, wie die Zeit vergeht. Ich halte dich auf. Danke, dass du mir zugehört hast. Nimm dieses Geschenk von mir. Hugia hält ein Radcoupon. Du erhältst dafür ein Vorrat. Sorge dich nicht um mich. Ich kann mit meinem Imitak fliegen. Ich brauche also kein Fahrrad. Ich kann fett und faul werden und durch die Gegend fliegen. Ich hoffe, du fährst gerne Rad. Ja, naja. Pipi. Pikachu, meine ich. Pikachu. Mein Pikachu ist viel süßer als ihr Pokémon. Der Vorsitzende redet sehr gerne über Pokémon. Was für ein cooler Pokémon-Fanclub. Was sie wohl den ganzen Tag machen? Und was ist das eigentlich für eine Statue auf dem Tisch? Wir werden es wohl nie erfahren.
So. Man hat es beim Ansprechen von Personen gesehen. Ah ja, okay, gut. Sorry. Oh, stimmt, Porenta gibt's ja auch noch. Ja, nimm Porenta, das wäre mal was anderes. Galopper, wenn man sich draufsetzt, wird's ganz warm im Stritt. Das stimmt. Manche stehen bestimmt darauf. Gibt's nicht eine Folge vom Anime, wo der ein Galopper... Ich kann ja mal eben... Pokémon können gut oder böse sein. Das hängt ganz von ihrem Trainer ab. Tolle Pokémon. Es gibt böse Menschen, die Pokémon für Verbrechen missbrauchen. Das Team Rocket macht mit seltenen Pokémon Geschäfte. Die Pokémon, die ihrer Meinung nach nicht selten genug sind, werden von ihnen ausgesetzt. Zubats finden die aber auf jeden Fall selten genug, weil Zubats sind sehr seltene Pokémon auf jeden Fall. Deswegen hat jeder von denen einen Zubat. Hallo, kann ich dir behilflich sein? Verkaufen. Ich verkaufe jetzt ein Nugget. Als Kind habe ich gedacht, das wäre was Süßes. Karte verkaufen, Pokéball verkaufen. Gegen GFKB Plus, Mondstein. Wie kriegt man denn für einen Mondstein? Nix, verkaufe ich dir noch nicht. Domfossil, Sonderbonbon, Boots TG, X Spezial, Angel. Nö, nichts verkaufen. Achso, ich könnte ja mal was einkaufen. Vielleicht. Gibt's hier schon Superbälle? Kaufen. Supertrank. Ah, ich glaube, das wird ganz gut helfen. Ja. Aufwecker. Aufwecker könnte auch helfen. Ich kaufe mal einfach ein bisschen mal was ein hier. Bisschen Geld, bisschen die Wirtschaft ankurbeln. Das ist wichtig. Man muss immer auch die Wirtschaft ankurbeln. Paraheiler, komm auch noch mal 5 Stück. Wir haben es doch. Wir haben es jetzt doch. Wir haben aber sowas von. Schutz? Ne, aber für das Let's Play brauche ich keinen Schutz. Wenn ich das Spiel hier demnächst mal speedrunne, dann muss ich mir Schutz kaufen. Taubsi! Liebe Niki, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Wie ich höre, stiftet das Team Rocket in Saffronia City Unruhe. In Urania City scheint es sicher zu sein. Ich wünschte, ich könnte dir eine E-Mail schreiben oder eine SMS. Aber, nee. Ich lasse Taubsi einen Brief nach Saffronia City in den Norden bringen. Wieso läuft der immer nach oben hier? Was soll das? Die Steuerung ist noch suboptimal. So. Hafen von Urania City. Ne, was will er jetzt machen? Wir fangen jetzt einen fucking Ibitag. Das gab's nämlich, glaube ich, in dem Gebüsch hier oben. Und dann holen wir uns einen Purenna. Das machen wir jetzt erstmal als allererstes. So sieht's nämlich aus. Das ist mir noch nie aufgefallen. Eine seltene Pokémon nehmen und andere aussetzen und alle laufen in Zuba und Ratzfatz rum. What the fuck? Ja, ich habe das immer so interpretiert, dass halt die ganzen... Das sind ja Rocket-Rüpel, auf die man trifft. Also nicht so die Besten. Und ich habe halt immer gedacht, die fangen halt selten, holen sich halt seltene Pokémon, müssen die aber dann an ihre Chefs abgeben. Und sie selber müssen dann halt, haben dann halt nur Zubats und so. Außerdem sind Pokémon, also im Anime wird so ein bisschen hingestellt, dass Pokémon eigentlich nie böse sind. Selbst wenn die böse Trainer haben, dann machen die das halt, weil die halt sagen, ja, ich muss halt meinen Trainern helfen, aber im Herzen sind es trotzdem gute Pokémon. Ich hoffe, hier war jetzt auch ein Ibitag. Ich mach mal noch drei Versuche. Wieso kann ich hier so lange durch das Gras laufen? Was ist denn los? Hallo, Pokémon. Dankeschön. Pack mal die Items, die du nicht brauchst, auf den PC. Ja, mach ich noch. Und benutze noch Schaufler für Joe. Wollte ich denen Joe das beibringen? Was hatten wir denn jetzt abgemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder war das mit Blubstrahl für Garados, ne? Stimmt. Ja, mach ich gleich. Ach Mann, wo ist denn... Egal. Können wir auch später noch uns holen. Purenner.
Das Gute wäre, wenn man das Poranna jetzt hier ertauscht, das wird dann ja schnell relativ fit, weil es ja ein fremdes Pokémon ist. Okay, fuck it. Ich hole mir nachher noch einen Eevee-Tag. Vielleicht mache ich das auch offscreen nachher nochmal. Ich hatte ja, gestern habe ich tatsächlich noch ein bisschen offscreen gelevelt und geludet. Versehentlich einen Trainer habe ich gemacht. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht ganz böse. Ansonsten habe ich halt nur ein bisschen trainiert. Ich wollte ja auch ein bisschen Bisasam trainieren. Da bin ich hier in die Höhle gegangen. Die Dickdär-Höhle. Ich weiß gar nicht, ob man da jetzt schon mal... Wir können aber durchgehen. Ich weiß gar nicht, ob das was bringt, jetzt durch die Dickdär-Höhle zu gehen. Oder ob das später... Ne, ich glaube, das bringt etwas mit dem Zerschneider, oder? Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt was bringt, durch die Dickdär-Höhle zu gehen, ehrlich gesagt. Ich glaube, das kann man auch weglassen. Naja, ich bin hier durch die Dickdär-Höhle gelaufen, weil ich gedacht habe, ja, Bisasam trainieren, Pflanze-Pokémon. Haha. Ja, funktioniert zwar gut, aber Bodenattacken sind ja auch effektiv gegen Pflanzenattacken. Wieso ist denn alles effektiv gegen Pflanzenattacken? Was ist denn nur los? Aber, ach nee, ich wollte ja jetzt eigentlich nur hier durch. Nur weil das auf Level 20 ist, was soll die Scheiße denn? Dieser Knosp. Aber naja, deswegen war das ein bisschen schwierig, dieser Knosp zu trainieren. Aber ich hab's trainiert trotzdem. Ich habe alles gegeben. Mit meinem dieser Knosp und ich. Denn wir sind die besten Freunde. Zum Glück macht er jetzt keinen Schaufler. Wenn man kann ja trainieren, wenn man Glück hat und die halt nicht Schaufler machen die ganze Zeit. Weil wenn die Schaufler machen, dann hat man gelitten. Seht ihr? Ihr werdet jetzt gleich sehen, wie ich gelitten habe. Weil das jetzt super effektiv ist gegen mich. Seht ihr? Die Attacke ist sehr effektiv. Aber meine Attacke ist auch effektiv. So kann es gehen. Bisasam erhält. Bisasam erreicht Level 22. Sehr gut. Bisasam versucht das Giftpuder zu erlernen. Aber Bisasam kann nicht mehr als 4 Attacken erlernen. Soll eine Attacke zugunsten von Giftpuder vergessen werden? Ja. Welche Attacke soll vergessen werden? Heuler. Heuler, Heuler. Bisasam Heuler vergessen und Bisasam erlernt Giftpuder. Sehr gut. Gutes Bisasam. Man könnte auch noch mal hier eins fangen. Einfach mal so. So, jetzt können wir aber fliehen, oder? Mann! Das ist doch nicht dein Ernst-Spiel. Okay, es gibt da keinen Habitat auf der Ruhe. Sehe ich, habe ich gerade gesehen. Ja, naja, ist ja egal. Wo war das denn mit dem Habitat? Ich glaube, vor Azuria City, kann das sein? Vielleicht kommt bestimmt ein Dickdri. Ich glaube, rechts von der Stadt gibt es Wege, oder? Geh mal kurz rechts in die Stadt. Ne, ich bin erstmal in die Dickdri-Höhle gelaufen. Ne, Boden ist effektiv gegen Gift und das ist Bisasam leider. Ach so, Ey, original, ne? Ich habe das... So, jetzt nicht nochmal. Ich habe das nie mit auf dem Schirm, dass hier so viele Pokémon schon so 2 Typen haben. Ich denke immer, in der alten Generation, da gab es das ganz selten, aber irgendwie gibt es das trotzdem ständig, dass die hier, Leute, Wie, das hat ihn nicht getötet? Das war fucking Aquaknarre. Aber das bringe ich auch nämlich ganz oft durcheinander, Gestein und Boden-Pokémon, dass das nochmal ein Unterschied ist und das Boden... Also, dass das auch so ein effektives, aber schon mal nicht so effektiv. Oh, Albert erreicht Level 18. Wisst ihr, was das bedeutet, Kinder? Wisst ihr, was das bedeutet? Nix. Scheinbar entwickelt sich Kabuto noch nicht auf Level 18. Ha. Schade. Hätte ich jetzt gedacht. Wahrscheinlich Level 21. Im Felstunnel ist es stockdunkel und fruchtbar. Gruselig. Furchtbar gruselig. Wenn nur ein Pokémon mit einem Blitz für Licht sorgen könnte. So. Das Höhle. Jetzt sind wir nämlich hier, glaube ich, in der Nähe vom Fontania-Wald. Wir können es aber nicht nachgucken, weil ich noch keinen Zerschneider habe. Was gab's denn hier? Hier gibt man Pantimos, oder? Auch wenn ein Pokémon ausschaltet, kann es weiter Spezialtechniken, wie zum Beispiel den Zerschneider, anwenden. Fand ich immer sehr irritierend, dass die ja dann mit dem Gameboy sitzen. Naja.
Ich suche nach Abra. Tauscht du es gegen Patimos? Nein. Oh ja, wenn das so ist. Ja, wenn man jetzt nicht so faul wäre wie ich, dann hätte man im Prinzip die ganzen Pokémon schon gefangen und könnte jetzt hier immer krass rumtauchen. Hier gibt es ja echt sonst nichts. Das war schon, ne? Ja, oder gibt es wahrscheinlich noch Sonderbonbons und so einen Scheiß. So. Wieder zurück. Ich könnte jetzt den Schutz einsetzen, damit ich nicht ständig von Dickdas belästigt werde. Diese Dinger, die da aus dem Loch rauskommen. Diese langen Würste. Weil die meisten Gestein-Pokémon auch Typ Boden sind. Und das heißt, gegen die ist das viermal so effektiv wie nur gegen Boden. Ah ja, so ist das. Ach Gott, oh Gott. Das ist also, Pokémon ist eigentlich schon kompliziert. Wenn man das will, dann ist es kompliziert. Aber eigentlich ist es immer scheißegal. Ich finde, das Schöne ist an Pokémon, man kann sich da schön reinsteigern, wenn man will. Und den ganzen Kram auch lernen. Lernen und dann auch behalten über 20 Jahre. aber man kommt ja auch so ganz gut durch. Wenn ich mal... was wollte ich jetzt sagen? Ich finde es faszinierend, mir so Turnierkram anzugucken. Wenn die dann richtig krass mit Strategie und sowas kämpfen müssen. Das ist ja kein Vergleich zum normalen Durchgang. Hier kommst du ja locker durch immer. Stirbst halt mal, machst du weiter und so. Aber das finde ich schöner Pokémon. Das macht so relativ entspannend. So, ich setze mich mal ein bisschen anders hin. Ich hoffe, ihr seht mein Bäuchlein nicht. Und mit Bäuchlein meine ich dicke, fette Plauze. Vielleicht nicht so gut, wenn ich immer weggehe vom Mikrofon, aber... Ich glaube, das geht schon. Ich kann ja auch mit Kabarok kämpfen. Es ist immerhin schließlich... Es kann ja taggeln. Aber es ist leider nicht so gut. Das Problem ist auch, die ändern ja auch immer wieder was ab. Mit den Typen und wie die Typen dann funktionieren und so weiter. Das ist hier in Generation ja 1 auch nochmal irgendwie ein bisschen anders. Wie als ob später. Ich glaube, die sitzen da mit Tassen, nicht mit Gameboys. Das habe ich zumindest immer so gesehen. Ne, ich glaube, die sitzen da schon mit Gameboys. Also für mich sah das immer original so aus. Und ich meine, es fällt doch irgendwann mal der Satz, ja, wir tauschen hier gerade Pokémon und dann sitzen halt zwei so neben dem Linkkabel. Es wird ja sogar noch drauf angespielt, dass die ein Linkkabel benutzen, um Pokémon zu tauschen. Komischer Meta-Humor, den Pokémon immer. Sehr subversiv. Schon damals. So, hier, ich glaube, irgendeinen von den Typen, die hier rumlungern, die habe ich schon besiegt. Versehentlich. Aus Versehen, aber nebenbei so weggezwirbelt. So, hier soll irgendwo ein Ding sein. Habitag. Gut. Gucken wir doch nochmal. Kämpfen hier mit dem Trainer müssen wir noch nicht. Es wird sowieso eine sehr kampfreiche Folge. Weil wir ja gleich in die MSA nehmen müssen. Oha. Das kann ja was werden. Habitag. Habitag. Wo bist du? Du bist mein einziger Freund. Ich brauche dich, damit ich dich gegen ein anderes Pokémon tauschen kann. Wie deprimierend das sein muss. Man lebt hier so sein ganzes schönes Leben. Wird auf einmal eines Tages gefangen. Und dann direkt. Und man denkt sich so, der Trainer, naja. Vielleicht werden wir eines Tages die besten Freunde sein und dann gleich getauscht gegen irgendwas anderes. Naja. Sehr gut, Carpador, du schaffst es. Das war vielleicht keine so gute Idee, ihn so weit schon runter zu. Ah, doch, einmal noch und dann schmeiß ich einen Pokéball. Sehr gut. Oh nein. Aber habt ihr gerade gehört, die Attacke hat keinen Sound gemacht? Wegen dem Bimmeln von Carbador. Und das spart dann Frames. Und so spart sich ein Speedrunner dann Zeit.
Karte. Man setzt Karte ein und Habitak ist mit Lesen der Karte beschäftigt. Haben wir. Yes. Gar kein Problem. Für Habitak wird ein neuer Eintrag in Pokédex angelegt. Habitak, Kleinvogel. Es ernährt sich von Insekten. Es ernährt sich von Insekten. Und so. Ein starker Flügelstark hält es in der Luft. Möchtest du Habitak einen Spitznamen geben? Ja. Tauschi das Tauschimon. Das wäre natürlich geil, wenn man dem Spitznamen gibt und dann will der Trainer es nicht mehr haben. Tauschi. Dass wir die Pokémon tauschen und so.